Camperfreaks hinter der Kamera, die Tanja, vor euch der Perry und hier sind die Camperfreaks, ihr auch im Übrigen. Wir fahren jetzt nach Pyrgos, da gibt es 6-7 Kirchen, soll eine wunderschöne Stadt sein, 23.000 Einwohner circa. Und ja, wir fahren nicht nur wegen den Sehenswürdigkeiten, sondern ich brauche unbedingt einen Rucksack, weil morgen haben wir ein super Special Event. Das halten wir natürlich auch in Bild und Ton fest für euch. Und ja, von hier aus sind es ca. 45 Minuten Pyrgos. In der Nähe ist auch Olympia, aber die haben wir ja letztes Jahr schon besucht, reicht einmal. Und ja, jetzt geht's weiter nach Pyrgos. Wir waren ja jetzt in Pyrgos, da sind wir jetzt hingefahren, da habe ich jetzt was gekauft, da hatte nur ein Laden heute auf. Ja, deswegen gab es jetzt nichts Großartiges für euch zum Filmen. Wir haben uns da ein bisschen mehr erhofft, hätten uns vielleicht ein bisschen besser informieren sollen, aber der Grund eigentlich war eigentlich der, dass ich unbedingt einen Rucksack brauche für unser morgiges Event. Und ja, jetzt sind wir in Katakolo gelandet, hier. Ich zeige nochmal rechts, hier die Promenade, Strandpromenade, die kann man gut essen. Scheinbar sieht sehr schön aus. Nicht super touristisch, würde ich jetzt sagen. Und wir haben aber noch Orangen gekauft. Das sind 10 Kilo. Ich habe jetzt bei Insta vorneweg mal eine kleine Umfrage gestartet. 3, 5 oder 10 Euro, euch verrate ich es aber jetzt schon. Also, das kostet hier 10 Kilo Orangen, super Orangen. Kostet in Griechenland 5 Euro. Also. Rezession und all der ganze Quatsch, der in Deutschland stattfindet. Und hier in Griechenland kriegst du sowas für 5 Euro. Gut, man muss dazu sagen, hier wächst das fast überall. In Griechenland, der Boden ist ja, super nahrhaft für alle Gemüse- und Obstsorten scheinbar. Und deswegen, ja, wir gehen ja jetzt was essen. Wir zeigen euch das auch natürlich. Und ja, auf geht's. Und dann suchen wir uns einen von denen da hinten aus zum Essen. Hier haben wir eine Mini-Palme und da haben wir überall blüht es ja in Griechenland. Und hier nochmal die schönen Fischerboote hier am Kai. Und was es auch in Griechenland gibt, du kannst hier überall Wasser abzapfen. Das kannst du trinken hier. Hier machst du einfach auf und dann kommt es auch schon rausgesprudelt. Also das ist mal mega geil in Griechenland. Und ja, hier haben wir die Schiffchen. Ja, Schifferboote, die werden auch wirklich genutzt zum Fischen und sind nicht nur hier als Kulisse da. Und ja, wir müssen mal einfach mal so einen Fischer mal anquatschen und mal fragen, wann man mit darf. Aber die gehen ja früh morgens los. Also von daher, ja, müsste ich früh aufstehen, obwohl das kein Hindernis ist für mich, weil ich stehe hier in Griechenland. Also die letzten ja, anderthalb Wochen, wo wir jetzt hier sind, stehe ich jetzt fast täglich so um 6, 6.30 Uhr griechischer Zeit natürlich. Wir gehen hier eine Stunde vor, stehe ich dann auf und bin dann auch wach und bleib auch wach. So, hier haben wir jetzt die Fressmeile vom Katakolo. Ja, da hat ein schönes Gebäude, ja klar. Bisschen auf Touri gemacht hier. Ja, mal sehen, wo wir jetzt gleich futtern gehen. Das sieht man leider auch häufig in Griechenland, der hat hier dicht gemacht, Geschäftsaufgabe würde ich mal sagen. Und ja, aber hier sind ja noch viele, die aufhaben. Oh, das sieht aber deutsch aus da. Das ist eher so nordisch, beziehungsweise ja, so friesisch, holländisch würde ich sogar sagen, die haben auch sowas. Aber ja, gucken wir mal, wo jetzt was futtern hier. Das ist aber eher ein Café hier, beziehungsweise auch zum Futtern. Dann gucken wir mal. Heute gibt es mal nicht griechisches Essen, nämlich Club Sandwich. Das ist ja nicht typisch griechisch, aber es essen die Griechen sehr viel.
und auch natürlich die Touristen, die herkommen, ja, mal was anderes. Ich habe das gleiche wie die Tanja, aber ein Sandwich, ein Club-Sandwich, nur meins ist mit Hühnchen. Hier ist es mit Schinken. Ja, Leila, nimm das. Nee, gerade kam die Kellnerin. Nette Bedienung. Genau, nette Hallo. Bedienung. Hallo, kann auf ist Deutsch, so süß. Im Übrigen. Jedenfalls, habe ich jetzt ein Club-Sandwich mit Hühnchen. Ich trinke nur Wasser, ihr wisst ja, wie man Diät. Ich hoffe, ich halte das ein. Das ist meine Diät. Genau, das ist ihre Diät, Tanjas Diät, die Weindiät. Hauptsache ist auch Obst. Also, passt das schon. Das Video, denke ich mal, kriegt jetzt so langsam aus. Wir machen es uns, wie gesagt, noch gemütlich hier. Vielleicht kriegen wir danach noch einen Absacker. Den einen kleinen darf ich noch. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert bitte unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst von den Camperfreaks. Und wir sehen uns beim nächsten Video.